freue ich mich auf eine ganz besonders starke Unterstützung beim RTL Spendenmarathon. Sie setzt sich leidenschaftlich für Kinder ein, vor allem in Afrika. Herzlich willkommen, hier ist Annie Lennox. Annie Lennox, herzlich willkommen noch einmal. Herzlich willkommen beim RTL Spendenmarathon. Wir haben Sie um 18 Uhr schon mal gehabt. Sie haben ein bisschen die Aktion jetzt verfolgt. Wie ist Ihr Eindruck hier? Das ist für Sie ja die erste Aktion dieser Art in Deutschland. It's wonderful. Das ist I'm toll. Already very familiar ich with the English schon equivalent, which is comic relief. Sehr viel Erfahrung and it's mit very Comic Relief in England. You know, und ich finde es sehr ermutigend zu sehen, everybody dass es solche Projekte gibt, die wirklich ein ganzes Land auf die Beine bringen. Das macht wahnsinnig viel aus für Menschen, die Hilfe brauchen. Einmal im Jahr ist es wirklich eine ganz tolle Sache. Sie haben etwas gemacht, was wirklich etwas ganz Besonderes ist und das wollen wir den Zuschauern noch einmal zeigen. Sie haben uns Ihren Film mitgebracht aus Südafrika. Die kleine Avelile, das muss man so deutlich sagen, würde heute nicht mehr leben, hätte Annie Lennox, hätten Sie dieses Mädchen nicht getroffen. Annie erzählt ihre Geschichte. This is Avelile. She's 7 years old. Das ist Avelile. Sie ist 7 Jahre alt. She weighs the same as a 1-year-old baby. Sie wiegt so viel wie ein 1-jähriges Baby. She has pneumonia. Sie hat eine Lungenentzündung. And she has full-blown AIDS. Bei ihr ist die Krankheit AIDS voll ausgebrochen. She was born HIV positive. Sie ist mit dem HIV-Virus geboren worden. Her mother had the virus when she was pregnant. Ihre Mutter war bereits infiziert, als sie schwanger war. Wenn sie die effektiven Kombinationsmedikamente bekommen hätte, wäre Avelile ohne HIV zur Welt gekommen. Ihre Mutter ist bereits gestorben und Avelile ist jetzt schwer krank. Her mother died and Avelile is now terribly sick. Very brave little girl. Ein sehr tapferes Mädchen. Die Krankenschwestern sagen, dass sie sich niemals beklagt. Sie ist immer fröhlich, sie lacht immer, egal was passiert. Ihre Großmutter hat sie ins Krankenhaus gebracht, doch es war fast schon zu spät für die geeigneten Medikamente. Es geht auf und ab mit ihrer Gesundheit, aber auf lange Sicht geht es nur noch bergab. Die Schwestern können nicht mal sagen, ob sie den nächsten Tag überlebt. Ich kann nur schwer beschreiben, wie sehr dieses kleine Mädchen mich berührt. Sie ist so krank, aber auch so unbeschreiblich stark. Und was so heartbreaking is that she could have been living a normal life with her mom. Und was mir fast das Herz bricht, ist die Tatsache, dass sie mit ihrer Mutter ein normales Leben führen könnte, wenn ihre Mutter die richtige Behandlung bekommen hätte, als sie schwanger war. Ein paar Monate später fuhr ich wieder nach Afrika und hoffte verzweifelt, Avelile wiederzusehen. So fanden wir sie vor. Hallo! Hallo! Die Medikamente haben geholfen. Es war zu spät für ihre Mutter, aber es ist nicht zu spät für Avelile. Mit der richtigen medizinischen Versorgung kann sie ein gesundes Leben führen. Stellen Sie sich vor, wie erleichtert ihre Mutter wäre. Imagine how relieved her mom would be. Wie dieses kleine Mädchen aufgeblüht ist, das macht nämlich Mut. Wir haben uns diesen Film im Team ein paar Mal angesehen. Ich bekomme jedes Mal noch eine Gänsehaut. Man muss klar machen, da liegt nicht viel Zeit zwischen dem Mädchen, wie wir es am Anfang gesehen haben, und dann, wie es gerade wieder ja, ganz gesund aussieht. No, no, that's right. Yeah, it was only 5 months. Ja, das waren nur 5 Monate zwischen diesen verschiedenen Aufnahmen.
Sie sah ja am Anfang wirklich aus wie ein Gerippe. Sie war dem Tod so nahe. Als wir abgereist sind, dachten wir, sie überlebt vielleicht nicht. Und dann kommen wir 5 Monate später wieder und sehen wirklich diese Verwandlung. Das ist total unglaublich. Und das ist das, was wir eigentlich bei allen Kindern gerne erleben möchten. Diese Daycare-Centers, die wir errichten wollen in Afrika, die können Kindern wie Avelile helfen. Wie können sie helfen? Denn am Anfang sieht das ja doch alles sehr hoffnungslos aus. Aber es ist es nicht. You see, HIV/AIDS. Mit HIV und AIDS ist es so, dass das eine Pandemie ist, die Afrika als gesamten Kontinent ergriffen hat. Millionen von Menschen, vor allen Dingen Frauen und Kinder, sind betroffen. Das ist eine ganze Generation und das ist natürlich verheerend für die Menschen dort. Und man braucht wirklich vor Ort Hilfe, damit man sich dort vor Ort um die Kinder kümmert, damit Tests durchgeführt werden, damit vernünftige Ernährung gewährleistet wird. Braucht man eben diese Zentren, dann gibt es Hoffnung, dann gibt es endlich Optimismus dort und das ist wirklich lebenswichtig, denn Armut und HIV und AIDS zusammen sind natürlich verheerend. Sie sind seit vielen Jahren unterwegs, um Kindern zu helfen. Was ist in Ihnen vorgegangen, als Sie zu Avelile nach 5 Monaten zurückgekommen sind und Sie so vorgefunden haben? It was, an incredible thing. Das war einfach unglaublich. Wir haben dann gemerkt, dass es Hoffnung gibt. Man konnte das Leben eines Kindes retten und das bedeutet schon etwas. Natürlich, wenn man die vielen kranken Kinder sieht, dann ist man erstmal überwältigt von Hoffnungslosigkeit. Aber wir konnten einem Kind helfen und oft ist natürlich auch die Armut ein großes Problem und ich denke, es ist für jedes Kind ein Menschenrecht, ein Kinderrecht auf Ernährung, auf Bildung, auf Gesundheit, was wir respektieren müssen. Avelile ist nur ein Kind und wir wollen das bei allen anderen Kindern ebenfalls so sehen. Projekt 01-375-75-2008, das ist die Nummer auch für dieses bewegende Hilfsprojekt von Annie Lennox. 4.324.000 €. Danke dafür. Jetzt kommt Ilka Ismüller mit dem Nachtjournal. Sie selbst ist ja auch Patin beim RTL Spendenmarathon. Ihr wichtiges Projekt in Mosambik zeigt sie Ihnen gleich. Danke an all euch hier im Studio, auch an den Telefon und danke an Sie, wenn Sie jetzt die 01375752008 wählen. Tun Sie es für diese Kinder.